Rang Senegal 2019. Wir waren hier, es war eine geile Zeit. Wir haben hier ordentlich was geschafft, würde ich sagen. Ja, kann man so sagen. Also wir haben einen Brunnen gebaut, wir haben Fundamente für das neue, für die Poliklinik irgendwie schon mal gegraben. So, was entsteht jetzt? Wir haben jetzt gerade hier ein altes Magazin abgebaut, abgerissen, Generatorraum entfernt und auf der gesamten Fläche, die man jetzt hier sieht, entsteht ein Flügel, ein Seitenflügel von unserem Krankenhaus oder der geplanten Poliklinik. Heute graben wir das Fundament für das zweistöckige neue Haus, das hier entstehen wird. Für die neue Geburtsstation unten. Zwei Entbindungsräume, ein Ruheraum, ein Empfangsraum, oben zweiter Stock, Poliklinik mit einem schönen Umlauf, dass man dann irgendwann hier oben langlaufen kann. Es wird richtig geil. So, wir sind auf der Baustelle. Ribo ist der Chef hier. Ohne ihn geht nichts. Und wenn er nichts sagt, machen wir auch nichts. Ganz gut. Sagst du was? Ich sage lieber nichts dazu. Ja, dann machen wir heute nichts. Mein Bauplan. Mein Bauplan. Buddeln, buddeln, kaputt machen, buddeln. Das ist übrigens Cerno. Das ist der Local Manager von dem Hospital sozusagen. Der ist sozusagen seit vielen, vielen Jahren treu dabei und wurde was ganz Besonderes dieses Mal, wo wir hier waren, zum Oberhaupt gewählt. Also er ist jetzt offizieller Präsident. Ah, yeah! Ja, wenn Cowboys eins können, dann graben. Entweder nach Gold oder um Leichen zu verschachern. Ernesto, wie geht's dir? Tja, es gibt welche, die denken und reden und andere buddeln. Also, mir geht's nicht gut, ich buddel gerade. Also wie man sich das in Europa so vorstellt, dass man beim großen Betrieb oder im Baumarkt oder ähnlichen Baustoffhandel, dass man sich da einfach Ziegel kaufen kann. Das gibt es hier nicht. Die Steine werden handproduziert. Also die werden tatsächlich hier vor Ort gefertigt auf Freiflächen, werden in Formen gepresst und dann in der Sonne getrocknet. Wir haben jetzt den Auftrag, den Bauplan zu kopieren. Und wir haben auch einen Kopierladen gefunden. Ideal. Jetzt haben wir den Auftrag, Preise einzuholen für Fenster. Ja, wir sind jetzt hier in einem Fensterladen, haben unsere Baupläne dabei und ja, schau mal, was da so dabei rauskommt. Also sämtliche Arbeitsprozesse sind hier einfach viel zeitintensiver. Ja, wenn alle Material da sind, kann dauert 6 bis maximal 7 Monate. Wir haben hier viel geschafft. Die Baustelle ist leider nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns es ursprünglich mal geplant hatten. Dafür hatten wir Zeit für andere Dinge. Wir haben einen Künstler vom Dorf hier in diesem Dorf in einem Tonstudio produziert, waren sehr happy über diesen kulturellen Austausch, haben total viele Ideen mitgenommen für die Zukunft, für weitere Projekte. Ich baue mal eben eine Rasse. Hier hat man Steine, hier hat man Muscheln, hier hat man alles, was das Herz begehrt. Eine Tiefe? Eine hoch. Warum soll ich jetzt einen Prenzlauer Berg in einem Keller aufnehmen, wenn ich hier aufnehme? Wir haben großartige
diplomatische Ziele erreicht. Wir waren in der Botschaft. Wir haben eingetütet. Ein Kran voller Bundeswehr. Zweitens, eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Drittens, Bosshaus spielt hier nächstes Jahr im November. Viertens, es gibt gutes Bier. Schluss. Feierabend. Wer schiebt denn Jack? Wir haben mit dem Dorf hier neue Entscheidungen getroffen zum Personal und so weiter. Es gab viele Meetings. Wir haben sehr viel mit dem Dorf erreicht, viele Entscheidungen gemeinsam getroffen und immer jedes Mal die Dorfbewohner mit ins Boot holen und das gemeinsam machen, damit eines Tages alles übergeben werden kann. Und sie stolz sein können, weil sie jetzt schon sind auf ihrem Warang, was wir gemeinsam dann zu dem schönsten Dorf der Region gebaut haben. Aufruf, wir haben hier mitgeholfen, wir haben uns überzeugt, dass alles hier richtig gut läuft. Wir haben selbst mitgeholfen, wir haben Ideen für neue Projekte, wir wollen noch einen kulturellen Austausch starten, wir wollen wiederkommen und wir brauchen Gelder, um Häuser zu bauen, um Brunnen zu reparieren und Kindern hier im Notstand zu helfen. Also spendet bitte ein bisschen was, alles hilft. Seid dabei, es ist für eine gute Sache. Mujer